So, und damit herzlich willkommen zurück zu DayZ mit dem Chris, gerade am Verrecken, und dem Hallöchen. Erik, der mit mir zusammen versucht, auf irgendeine Art und Weise das Zeug zu finden, was er in meinem Leben hält. Bis jetzt noch Ich mit versuch. mäßig Erfolg, da die Server scheinbar heute irgendwie alle genau immer dann runterfahren, wenn wir anfangen wollen zu spielen. Ja, es ist jetzt ja insgesamt der zweite Serverabsturz, den wir schon hatten. Der erste vor der Aufnahme direkt. Und jetzt nochmal nach, glaub, 16 Minuten, ne? Genau, nach knapp einer Viertelstunde. So, dann schauen wir mal, ob die Wie Polizei diesmal. Wenn ihr eine Spritze findet, nehmt sie mit, ja? Das könnte vielleicht schon helfen. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber vielleicht hilft es ja. Ich habe eine Spritze, da ist nur halt schon was drin seit knapp Ja, zwei ja. Folgen. Ich habe auch eine Spritze. Du hast eine Spritze? Ja, habe ich doch vorhin gesagt. Hör mir noch mal zu. Also, wie gesagt, Chris, Du weißt ja, wie du das. Feuerwehr, ne? Quatsch, Feuerwehr, sag ich schon. Polizei, zweiter Stock. Der Raum direkt vor der Treppe, da ist drin, was dir Chris, gefallen könnte. ich komme dann jetzt erstmal zu euch, ja? Ja, probieren wir Vielleicht das hilft es mal. ja was. Wollen wir eine Kochsalzlösung verpassen oder was? Nee, ich habe hier, sag mal, so Medizindöschen. Nennt man Ja, die Dinger Ampulle. genau. So, mal Zweite gucken. Etage, welcher Raum? Der direkt vor der Treppe. Der direkt vor der Treppe. Und Okay. da zwischen den Dings, zwischen den Spinden, da liegt ein lederner Talon Backpack. So, Vorsicht, ich schieße. Na. Boah. Geht doch. Gehört. Nicht der, hier ist vor der Treppe, da. Ja, ich bin jetzt alle durch, also. Ja, und jetzt bist du genau dran vorbeigelaufen. Ma! Da. Na, schlag doch zu, Junge. Hey, zweimal getroffen, Feierlich. nicht Naja, blutend. gut. Klingt doch schon mal gut. Was habe ich, ja. So, ich bin auf dem Escape Weg zu euch. Bandagen. Eine Wasserflasche, nochmal Bandagen und mein Snaploader. So, Ich habe Spieler eine könnt. Pristine-Tomate mit 0% Remaining. Okay. Weg damit. Green Ball Pepper. Eat. Chris? Ist die auch noch gut? Ja. Gut. Tobi, Vorsicht, ich komme hinter dir, ja? Hallo. Ich seh dich. Hallo. Nicht, dass du Bell dich Pepper erschreckst. so. So, Chris? Ja, ich komme runter. Jo. Hier ist noch. Was seid ihr? Spaghetti? Spaghetti. So, mal gucken, ob ich dich retten kann. Schmeiß mir mal das Ding dahin. Ich guck. Na, wir Contents, Syringe. So, Tobi, du deckst draußen, ne? Ich mach einfach die Tür zu. Ach komm, nimm das Ding noch da raus jetzt. So, auf den Boden So, so geschmissen. mal. Nicht in den First Aid Kit wieder rein. Verdammte Hacke. Kriegst du denn hin? Bist schon so Ja, krank. ja. Mit der Koordination hapert's ein bisschen, ne? Da liegt sie. Ah, da. Ich So, könnte dir dann noch bin einen ich ja mal Stift anbieten, gespannt. wenn jemand möchte. Was? Können wir Kannst du jemanden einen mit dem Stift? Luftröhrenschnitt setzen? Ja, mit dem Stift. In Filmen geht das, in Saw hat's funktioniert. Genau. So, dann bin ich jetzt mal mörderisch gespannt, ob das funktioniert. Im wahrsten Sinne des Wortes mörderlich gespannt, oder was? Ob es hilft oder Ja. ihn gleich umbringt. Jo. Ich Mal. habe Angst. Naja, schleppen wirst du so oder Check so, wenn es Pulse. nicht hilft. Ich hab das Ding in der Hand. Und mittlere Maustaste oder F? Tilt. Ja, ich kann bloß den Puls checken. Na, lebt er noch? Ja. Teddy hat starken Puls. Warte mal, probier mal, ob du das bei dir anwenden kannst. Jetzt hast du den mal dahingeschmissen. Schön Wo? das selbst Ah, reinjagen, so. den Scheiß. Warte. Die hat er immer noch in der Hand gehalten. So, jetzt. Ja. Ich schmeiß die Ampulle mal sicherheitshalber mit daneben. Auf Garantie habe ich es Syringe. falsch übersetzt, aber versuche es zu werden. Inspect. Ach, die muss ich in der Hand nehmen, Ja. Sollte so sein. ne? 5. So, nur falls ich mache mich schon mal für einen Granatenschuss bereit, ne? Dann kann ich nichts mehr machen. Ne. Toll. Wozu sind die ja gut? Wahrscheinlich noch nicht implementiert. Check Pulse. Romus ist Strength Pulse. Jo. Gut, dann Krankenhaus oder da Jo. vorne das am Hafen? Inspect. Erstmal Krankenhaus. Das da vorne am Hafen war ich ja gerade drin. Da bin ich dringend wieder gespawnt. Ach so, na gut. Da. Na Consume. dann. Hoffen und beten, dass da mal was drin liegt. Letzter Server war ja Ich nicht trinke so. jetzt dieses Injection Vial aus.
Du müsst einen Schnellabgang machen, ne? Ich merke das schon. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Ich guck nicht. Jedenfalls nichts, was dir helfen wird, wahrscheinlich. Ja. Warum ist eigentlich kein Schwein in Tscherno? Der Server ist ja nun echt nicht leer. Tja. Tobi? Wo? Du hast Freunde. Hinter dir. Naja, gehen wir da mal. Achso, du gehst hier lang, gut. Ja, ich habe auch eine Injection Well gefunden. Von dem wissen wir schon mal, dass es nicht. Aber eventuell ist das Zeug noch gar nicht. Das klingt doch schon mal nach einem Plan. Na, es hilft dir nur, wenn er sich irgendwann umkippt. Ja. Wenn er dann umkippt halt. Ja, wo seid ihr hin? Ins Krankenhaus. Chris? Interesse an Desinfektionsmittel? Alkoholtinktur. Ich habe noch ein Salinbag gefunden. Ich habe Alkoholtinktur gefunden. Und ein Blatt. Das ist hier light-headed. What? Du hast Kopfschmerzen. Na super. Ich fühle mich leichtköpfig. Oder leicht. Ich habe mich früher mal da Lichtkopf gewesen. In meinen jungen Jahren. Obwohl, so alt bin ich ja unwirklich, oder? Ich glaube, bei mir wird es langsam gräulich. Ja, gut, komm mal zum Krankenhaus. Tobi, hast du das Starterpaket noch? Ich hatte ich versuch's mit Salim weg. Oder? Warte mal gucken kurz. Doch. Nein. Was ist das Krankenhaus? Das habe ich vorhin nicht mitgenommen, weil es nicht pristine war. Ich finde das Krankenhaus nicht. Das Krankenhaus war eigentlich die Straße weiter. Welche Richtung von der Polizei aus gesehen? Einfach weiter, ja, hier. Ich stehe auf der Straße. Also ich hätte noch eine Spritze, nur ich weiß nicht, was ich da reinfüllen kann. Warte mal. Ja, ich denke mal, ich gehe gleich irgendwann drauf. Ja. Wahrscheinlich. Aber... Ich werde jetzt nochmal hier in der Hütte gucken, vielleicht liegt da ja was drin. Und dann gehe ich mal schnell zur Feuerwehr, ja? Ist zwar jetzt nicht gut, sich zu trennen, aber allzu viel Zeit haben wir halt nicht mehr, ne? Hier liegt auch nichts. Ich möchte mal Eis. Komm mal her. Essen ohne Ende. Was. Meine Mails schief gehen kannst du nicht. Kann ich das Ding eigentlich bei dir jetzt benutzen? Oder? So, komm on. Du hast einen starken Puls. Mehr kann ich auch nicht tun. Okay. Das kennen wir ja nun schon, ne? Ja. Also so stark könnte der Puls eigentlich schon gar nicht mehr sein, wenn er hier fast am Umkippen ist. Ja, ich kann jetzt wieder keine Antibiotika. Nein, da lag nur wieder so toller Alkohol und so. Ja, wie gesagt, ich gehe in die Feuerwehr, da habe ich auch schnell wieder was gefunden. Ich meine, wir können es damit ziemlich schnell beenden, wenn ich die Spritze mit Alkohol fülle und dir reinjage. Jo, dann ist erledigt. Gott sei Dank, dann ist kurz ein Prozess gemacht. Dann bist du wahrscheinlich besoffen. Das wäre eine interessante Mixtur, ne? Wenn du den Leuten Alkohol injizierst, sind sie erstmal richtig besoffen. Ich meine, es geht ja nicht sofort. Also in der Armor Engine geht es zum Beispiel auch, wenn du Hanf rauchst, jetzt zum Beispiel altes Live, dann hast du eine richtig schöne Farbshow. So, mal gucken. Da oben liegt auf jeden Fall niemand drin, oder? Ne, sonst wäre ich ja schon tot. Nein. Verschimmelte Kartoffeln. Ich habe einen Sack Reis gefunden. Sack Reis? Ja, einen Sack Reis. Bist du im orangen Haus, ne? Nein. Ne, da liegt auch noch einer drin. So, mal gucken. Interessiert mich, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ja, Gott. Oh. Oder wenn in Hamburg eine Schaufel umkippt. So ungefähr. Wo seid ihr ungefähr? Ich bin gerade in das grüne Haus gegangen. Ja. Ich habe keine Farben mehr. Oh. Okay, gut. Wenn du von der Feuerwehr gerade ausgehst, das zweite Haus. Quatsch, Krankenhaus. Krankenhaus. Geradeaus? Ja, also wenn du... Wo bist du? Da hinten, hier. Umdrehen. So. Dreh dich noch ein Stück nach links. Ja. Ach, da hinten. Sieht nicht gut aus. Ein Holz da, yeah. Das, was wir brauchen. Ganz ja. Dieser Glitch ist unglaublich falscher Glitch. Dieser Glitch ist unglaublich falscher Glitch. Ja, ich war in der falschen Leiter. Sah sehr gefährlich aus, sagen wir so. Hier oben liegt nichts. Buch. Ich hier oben ist ganz überhin.
Munition, schon gesagt. Polizei. Guck mal, ob im anderen Krankenhaus war das. Wo ist denn das andere Krankenhaus hier überhaupt? Nochmal ein Ende. Achso, ich sehe hier auch das Bürogebäude hinten schon. Da werde ich mich da mal hinbegeben. Vielleicht liegt ja da was drin. Da liegt ja im Endeffekt jeder Scheiß drin. Eine Fork? Fork of A? Wo könnte man noch was finden? Du kannst das Zeug ja rein theoretisch überall finden. Muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, was wir scheinbar ja nicht waren bis jetzt. Ja, Standard, jetzt, ne? Übrigens in das Hochhaus, in dem der Flieger drin liegt. Ja, ich gehe mal hier zum Shop und so. In der Richtung suche ich jetzt. I feel faint. Oh, das bist du gar nicht. Tobi, du? Ja. Faint. Faint, Bewusstlosigkeit. Achso. Das Englisch klingt gut. I feel faint. Bist du jetzt bewusstlos? Nee, ich kann noch rumlaufen. Er fühlt sich nur so, als ob er gleich ohnmächtig wird. PS, Chris, wenn du ohnmächtig bist, kannst du dich immer noch bewegen. Ganz genau. Dann ist zwar dein Bildschirm schwarz, aber du kannst immer noch durch die Gegend kriechen. Ja. Gut, das war nicht das Krankenhaus, das war jetzt das riesen Bürogebäude hier. Das, was ich gesehen habe, ja. Aber gut, die gar nichts drin? Nee, ich habe jetzt nicht genau durchgesucht. Du suchst bloß als Detektiv, ne? Ja, momentan ist es immer wichtig. Ja, na klar, ist ja wichtig. Wir sind ja alle auf der Suche danach. Jetzt werde ich ja schon wieder vom Zombie attackiert, ey. Na, wenigstens fangen die an zu bluten. Schon mal etwas. Das wäre jetzt noch dieser krönende Abschluss. Blutend, krank. Am Boden liegen, durch die Gegend robben und von einem Zombie angegriffen werden. Hallo, Chris. Aber immerhin, du hast genug Bandagen, ne? Ja, das ist natürlich... Ich habe mehr zu trinken, als wir alle drei trinken können, glaube ich. Ich habe auch noch Sattung genug. Ein Stift. Dann haben wir da Tactical Bacon. Ich finde dieses Wort so geil. Tactical hier ist ein Rucksack noch. Ein Violet Talon Backpack. Mhm. Ja. Ist so ziemlich dasselbe, was du schon auf dem Rücken hast. Ja, ist genau das gleiche. Falls nur einer von euch noch was kleineres hatte. Nö. Nee. Ja, nee. Simjovka Cap. Bärenwurzel. Ein Schaufel. Ey, ich wette, Chris fällt um und in dem Moment finde ich was. Ja, oder ich. Oder wahrscheinlich finden wir es dann beide gleichzeitig, wenn er umfällt. Genau in der Sekunde. Garantie. Hier liegt noch eine Sporter. Lasst uns Wetten drauf abschließen. Wann werde ich sterben? Nein. Jetzt sofort. Nicht wann du sterben wirst, sondern ob und wer von uns beiden genau dann was findet. So, hier, ach. Nach meiner gestrigen Borderlands-Erfahrung würde ich sagen, Tobi. Wahrscheinlich. Oh, ein Pristine Apple. Wir wissen doch, an Apple a day keeps the doctor away. Essen wir mal. Ist natürlich kacke in der Zombie-Apokalypse, wenn du einen Apfel gegessen hast und der Arzt dir helfen will, kann er nicht. Ne? Das ist so geil. Hm? Jedes Mal... Wenn du irgendwie in der Nähe einer Wand stehst und klopfst auf den Zombie, haust du durch den Zombie auf die Wand. Tja. Geilste Ding in Daisy. Oh, was haben wir denn so, hier? Oh, hier sind zwei Läden. Hat einer von euch eine Mosin? Nein. Nee. Ich hätte gerade einen Kompensator gefunden für die Mosin. Ja, nimm mal mit. Schaden kann er doch erstmal nicht. Jetzt blute ich noch. Klingt, als würde es laufen. Ja. I feel unsteady. Ja, es wird besser. Die Ironie hat man kaum rausgehört. Welche Ironie? Ey, hier muss es doch irgendwas geben. Wo muss es doch diesen Scheiß geben? Letztens, in der letzten Runde, wo ich dann gestorben bin mit, hatte ich zwei Pakete von den Dingern dabei. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe in der ersten Folge der Aufnahmesession gesagt, wir sind Elektro. Sind wir nicht. Ne, wir sind Tscherno. Fällt mir jetzt gerade so Informationen. Ist aber keinem aufgefallen, ne? Ich höre dir so selten zu, also. Ja, ich dir auch nicht. Dann geht's ja. Was brauchst du nochmal? Chris, ich Cola. Dir ging's doch gut, oder? Ja.
So, Verzweiflungsakt, ich gehe jetzt in den Westschorn, ja, in den Bahnhof. Ich würde so lachen. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wo ich hier jetzt in dieser komischen Stadt bin. Hier ist alles grau in grau. Ich komme mir vor wie in einem Stummfilm. Tja, ey, wir spielen nicht mehr DayZ, wir spielen jetzt Grazy. No. Gott, war der schlecht. Denn bei dir stimmt das doch. A beautiful day in Grazy. Außerdem hat jemand drüber gelacht, so schlecht kann er nicht gewesen sein. Das war Mitleid. Ja. Ich brauche alles, aber kein Mitleid. Mir geht's gut. Ja, das ist richtig. Erik, warst du schon hinten in den Häusern ganz hinten am Hafen? Nee. Ich bin jetzt erstmal, wie gesagt, zum Shop in der Hoffnung, dass da was. Dann werde ich da jetzt hingehen. Beziehungsweise erstmal gehe ich in das. Ne, da brauche ich nicht reingehen, da bist du wahrscheinlich vorhin schon drin. Also ich war bei der, weißt schon, beim Shop und drumherum. Ich bin jetzt bei dem komischen Fabrikgelände wieder. Ey, das ist jetzt ja eigentlich nur Verzweiflung suchen, kann das sein? Aber kann man ihn eigentlich wiederholen, wenn er stirbt mit dem Defi? Meinst du das? Ich glaube nicht, also nur wenn er bewusstlos ist. Ja, also wenn er jetzt halt umfällt wegen dem Zeug. Ja, aber da steht auch wieder alleine auf. Mal schauen. Ich habe das zweite Krankenhaus, glaube ich, gefunden. Dann hoffen wir doch mal, dass da was drin liegt, was man gebrauchen kann. Aha. Wenn ich jetzt noch das scheiß Tor aufkriege? Bei unserem Glück nehme ich wahrscheinlich nicht. Du meinst bei meinem Glück? Oh, im Moment haben wir ja scheinbar alle dieses Glück, dass wir nicht das finden, was wir brauchen. Naja, aber ihr seid nicht krank. Nee, das ist richtig, weil keiner von uns intelligent genug war, diesen Dings zu nehmen. Ja. So, hoffentlich ist das jetzt ein Krankenhaus. Ich habe bloß einen Teil davon gesehen. Jetzt blute ich schon wieder. Oh Gott. Das Spiel ist hasst mich. Die Zombies reagieren hier irgendwie gar nicht. Ja, die sind alle ein bisschen auf Morphium oder so. Ja, ich beschwere mich nicht. Die sind alle auf Vitamintabletten, deswegen finden wir keine. Die haben halt ganze Antibiotika gefressen, die Scheißtypen. Also ich hätte eine PET-Flasche gefunden, ja, aber die hilft wahrscheinlich nicht. Habe ich auch noch. Alkoholtinktur. Jetzt bin ich wieder bei dem Bürogebäude. Ja, wenn du davon, glaube ich, links gehst, dann kommst du hierher. Eine Bushaltestelle, ich kann eine Tankstelle sehen. Du kannst ja mal dein Auto begeistern. So, ich glaube, ich kann jetzt erstmal einen Salin wegbauen. Jetzt blute ich schon wieder. Okay. No. Wo ist das Scheißding hin? Nicht lustig, gar nicht lustig. Super! Ach, da liegt er noch. Na, ein Glück. Also ich habe ein Salimbeck für dich, Chris. Wenn mir das hilft? Es sollte dich zumindest länger überleben lassen. Das muss ich nur noch finden. Das wäre vorteilhaft. Hier kann auch keiner von euch gewesen sein. Die Tankstelle, da waren wir noch nicht. Ich guck hier bloß noch fertig durch, ja? Obwohl, lass dir Zeit. Ja, ich würde sagen. Du bist beim Bürogebäude noch, ne? Bei einem von den Bürogebäuden. Ja. Direkt an diesem Fabrikgelände. Ja, bin ich gleich unterwegs dahin, wenn ich den Zombie... Gegenüber von diesen drei runden Silos vor dem Bürogebäude ist so eine Statue mit drei Soldaten. Ja. Bin unterwegs, ich glaube, ich sehe dich sogar. Ja, ich sehe dich. So. Das Ding schnell mal hier unten reinlegen. Zack. Und dann reingejagt. Gleich IV. Mhm. Und Chris, bitte nicht bewegen. Bist du ohnmächtig geworden? Nein, ich habe mich hingelegt. Gut. Ich bewege mich nicht, nein. Finger und Maus sind weg. Ja, weil ansonsten ist das verloren. Was war das? Keine Ahnung. Was denn? So, du hast mir intravenös Salin verpasst. Ja, und? Sieht schon ein bisschen besser aus bei dir? Nö. Auch nicht die Farbe? Nö.
Nur dann komm mit. Dann lass uns das Krankenhausweise durchsuchen. Normalerweise hilft der eigentlich bei sowas. Aber scheinbar nicht. I feel faint. Ich habe ja gehofft, dass du zumindest, dass sich dein Zustand erstmal so weit bessert, dass du nicht direkt umkippst. Ich würde sagen, dass es sich wenigstens stabilisiert. Ja. Ja gut, aber ich war ja vorhin schon schlimmer als faint. Ja, stimmt. Vielleicht gut, vielleicht hat es geholfen. Gebessert. So, hier liegen mal Bandagen, die nehme ich mal mit. Kann also nicht eine Zeit braucht, bis sich der Zustand wieder verbessert. Das ist tatsächlich möglich. Ist möglich, ja. Was liegt hier unten? Painkiller, Painkiller. Das könnte tatsächlich helfen. Das weiß ich nicht. Also die helfen ja eigentlich nur gegen das Stöhnen, wenn du gebrochen bist. Ja. Wenn du gebrochen bist, ist natürlich auch sehr schön. Sehr ich schön meine, ausgedacht. Ob er gebrochen ist oder gebrochen hat oder sich etwas gebrochen hat, ist im Endeffekt ja alles das Gleiche. Ist schon oben gekommen? Ich wollte jetzt gerade mal ganz oben hoch. Ja. Wo könnte denn noch was liegen? Da hinten ist noch so ein Gebäude, wo was drin sein könnte. Ansonsten gehen wir langsam hier die Optionen aus. Ja, wir sind übrigens bei 20 Minuten. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, aber wir können, jetzt können wir die letzten 10 Minuten auch noch spielen und dann machen wir den Cut einfach zwischendrin. Ja, wir machen das einfach eine bisschen längere Folge, ne? Na, dann machen wir es etwas länger. Mal als Special, wie retten wir den Idioten, der Alkohol trinkt? Ja. Also ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, ob wir Chris retten oder ob er stirbt. Ja, und dann bis zur nächsten Folge, ne? Bis gleich.